Hallo. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge City Skylines Baranien. Natürlich Snowfall, habe ich zwischendurch vergessen. So, geht's mal weiter hier. Und zwar, was machen wir? Wir sind immer noch bei unserer super tollen. Das wird wahrscheinlich eh nicht realisiert werden können, also. Oh. Straßenbahngleis, ja. Gut, versuchen wir es einfach mal. Irgendwann muss es ja klappen. Ort ist überhaupt nicht belegt. Du willst mich doch nur verarschen. Du willst mich nur verarschen, Kitty. Nur verarschen. Hier ist doch überhaupt nichts belegt. Ach, komm schon. Das war total komisch. Gerade eben, das ging ja gerade. Also, hier mit, wo wir diese super große, ja. Okay, machen wir die größte Höhe, die wir haben. Größte Höhe, die wir haben. Wir bauen. Alter, das sieht so krank aus. Ich würde doch nie mit dieser Straßenbahn fahren. Ernsthaft. Ja, ich muss ja nicht mit der Straßenbahn fahren. Ort ist bereits. Gefällt zu steil. Komm schon. Komm. Komm. Ich weiß, dass du das möchtest. Ich weiß das. Warum willst du nicht? Das ist hier. Hier geht's auch nicht. Nee, das wird nichts. Bei aller Liebe und Respekt, nein, das wird absolut nichts. Tja, dann gibt's halt keine Rundfahrt da oben. Kann ja auch nichts drin machen. Oder, was natürlich viel einfacher wäre, wenn es denn auch so einfach wäre, warum ist denn der Ort wie hier belegt? Hier ist doch nichts. Hier ist doch absolut nichts. Hier ist überhaupt nichts. Hier steht nichts drunter. Was soll das? Was willst du mir hiermit sagen? Weil eigentlich könnte man ja theoretisch. Ah, nee, aber das ist ja auch schon diese Brücke, ne? Nee, das wird nix. Das wird einfach nix. Ja, was soll denn der Kack hier? Hm? So, dann bauen wir einfach hier oben mal diese eine Straße mal ein bisschen aus. Und hier die auch. Und eigentlich müsste jetzt Arbeitermangel. Könnt mir doch erzählen, was ihr wollt, aber ihr habt doch nichts. Ihr habt doch keinen Arbeitermangel. Das könnt ihr doch nicht haben. Erst recht nicht bei diesen Megamods-Häusern, die da oben stehen. Ja, vielleicht, weil die kein. Die sind wahrscheinlich nicht so attraktiv, weil kein Nahverkehr und so und bla. Könnte natürlich sein. Hier kommt überall, kommt hier Wohngebiet hin. So, ah ja, guck, jetzt pimpen die sich auf, weil sie kostenlos Nahverkehr haben, wobei sie momentan noch gar keinen Nahverkehr haben, davon mal abgesehen. Ja. Okay, was machen wir hier? Das hier ist das Shoppinggebiet. Palmenviertel. Palmenviertel? Apfelhain? Alter! Ich nenne das jetzt anders. Ich nenne das. So, das Holz von der Hütte nenne ich das jetzt. Und wie nehme ich das jetzt?
Ist das richtig geschrieben? Ach, egal. Schön. Ihr habt aber auch nur eine Bimmelbahn. Ihr kommt mir ein bisschen so vor wie, keine Ahnung. Das ist Düsseldorf. Und das ist ein Heerbusch. Oder das ist Köln. Und das ist Düsseldorf. Oder was gibt's denn sonst noch so für schöne, Sachen? Irgendwelche, gibt's noch irgendwelche? Ich hab die ja immer noch nicht abgerissen. Gibt's nicht noch irgendwelche Sachen, die man, die sich, also solche Städte, die sich noch weiter in Haaren haben, die sich überhaupt nicht abkönnen? Vielleicht sowas wie Köln und Leverkusen? Weiß ich gar nicht. Oder, genau, warte. Das ist Wuppertal. Und das ist Wuppertal-Oberbaum. Oder wie? Da war doch, ich glaube, da war noch was mit Wuppertal und Wuppertal-Oberbaum oder so. Die hatten doch auch so ein Problem miteinander. Oh, ist das schön. So, gut, dann machen wir mal eine Straßenbahn, ne? Ich möchte eine Straßenbahnlinie bauen. Ich möchte eine Straßenbahnlinie bauen. Die jetzt sicherlich es total raushaut. Also ganz ehrlich. Es gibt sicherlich keine bessere Route als diese hier. Gut, dann machen wir. Wir starten die hier. Ist ja fast. Wo ist denn die Uni? Ach, die Uni ist da unten, ne? Wenn wir die hier starten. Die neue Linie. Dann gehen wir hier mal so rüber. Hier nochmal rüber. Hier nochmal. Hier vielleicht auch nochmal. Dann hier. 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 Ja, vielleicht hier oben auch nochmal. Dann da. Und hier. Hier auch nochmal. Und hier. Und hier. Und hier ist nochmal eine alte Stelle. So, und jetzt gehen wir. Hier runter. Hier runter. Weil theoretisch haben wir jetzt, müssten wir eigentlich nur Gegenverkehr haben. Und nicht zwei Linien auf der gleichen Strecke. Bis auf dieses eine grüne Fitzelchen hier unten. Das habe ich schon noch mitbekommen, ja. Ja, okay, hier haben wir blau. Dann könnte ich ja jetzt. Nee, das geht nicht. Ich muss hier unten zurück. Das geht aber auch nicht. Na, dann komm, dann machen wir es einfach. Wir ziehen das einfach jetzt hier runter. Wo haben wir denn da oben? Da haben wir die letzte. Bei der Stelle, okay. Dann machen wir hier nochmal eine. Da machen wir hier nochmal eine. Hier nochmal eine. Ey, das wird so eine große Linie. Also ich kann's echt nicht mehr kommen. Wir machen einfach hier lang. Hier haben wir noch nichts. Da lang. Da lang. Da lang. Da lang. Auf der. Dann wird da zu Ende geführt. So, und das war jetzt die Linie 6, die wir jetzt aber. Komm, wir machen die orange oder so. Orange, ja. Haltestelle Fahrzeuge 3, okay. Haltestellen 29, ey. Okay. Aber hier oben. Okay, ich sehe schon wieder. Wir haben wieder ein Problem. Wir haben wieder ein Problem. Ich wusste, dass das zum Problem wird. Aber da. Es könnte aber theoretisch noch viel schlimmer sein, oder? Ist zwar viel Verkehr, aber es läuft. Trotz allem.
Leute. Es hilft nichts. Ich muss hier auch noch. Ich muss hier auch rüber. Ich will jetzt aber erstmal, bevor ich hier jetzt wieder noch eine weitere Linie baue, die gelbe Linie, die orangene Linie, mal schön begutachten. Hier unten gibt es hier irgendwo ein schönes oranges Vehikel. Ich will keine neue Linie. Ich will nur einen orangen. Der orangen Straßenbahn folgen. Wie sie denn dort so schön auf der Straße rum. Alter, ernsthaft? Vielleicht sollte ich ein paar Halte weniger machen? Ist ja nur Stau. Ernsthaft? Was ist das denn? Straßenbahnlinie 6, das ist alles 6? Ernsthaft? Gut, hier können Sie sehen, wie es nicht sein sollte, wenn Sie Straßenbahnlinien bauen, denn es sind einfach zu viele Ampeln. Vielleicht mache ich die auch einfach nur halb so groß. Passagiere haben wir 10. Woran das bloß liegt. Aber 16 Fahrzeuge. Ich mach mal ein bisschen Vorspul. Das müsste ja jetzt irgendwas muss der ja jetzt bei rumkommen. Vielleicht 32 Passagiere. Also wenn das jetzt nicht sprungartig so auf 600 hochgeht, dann werde ich die Linie, die Haltestellen dezimieren, aber so auf die Hälfte oder so. Ja, das wird sonst nichts. Erst recht in der City. Weil eigentlich ist das ja nur eine Fernlinie. Theoretisch. Für sowas könnte man eigentlich auch eine U-Bahn benutzen, aber U-Bahn, ja, komm. Brauche ich jetzt eine U-Bahn? Nein, ich brauche doch jetzt keine U-Bahn. Brauche ich doch überhaupt nicht. Okay, wir haben jetzt 100 Passagiere, aber das wird auch nicht besser, glaube ich. Ich werde da Haltestellen abbauen müssen. Das wird nichts. Okay, dann bauen wir mal eine Haltestelle ab. Also die müssen wir auf jeden Fall, weil ich wollte ja eh bei der. So, die können wir abhaken. Die auch. Och, das tut mir aber leid. Da oben ist doch noch eine. Und hier ist auch eine. Ja. Ja, die zwei müssen. Eins, zwei. Hier haben wir auch nur eine. Machen wir da eine nur. Die ist auch zu viel. Die auch. Die auch. So, wie viele Haltestellen hat sie jetzt? 22. Wie schaut es denn jetzt hier oben aus? Da will wieder. Da arbeitet keiner. Keiner will hier arbeiten. Warum nicht? Das kann doch nicht so schwer sein. Ach. Okay, wir machen einfach. Ich möchte noch eine extra Abfahrt haben. Für alle die, die unbedingt der Meinung sind. Gefälle zu steil. Dass das Gefälle zu steil ist.
Alter, der Ort ist überhaupt nicht belegt. Och, Mann. Hier konnte ich doch gerade. Eigentlich müsste ich jetzt die Quellen, kein Bau auf Wasser möglich. Ja, ach, ja, komm schon. Ja, ich weiß. Wir können erst am Land hochgehen. Ich weiß doch, mein Schnuckelchen. Gefälle zu steil. Ich gebe dir gleich Gefälle zu steil. Das würde aber auch nicht viel bringen. Erst recht. Guck dir das doch mal an. Bis die hier unten dann da hochgegangen sind. Wir sind hier da oben viel schneller dran. Das nennt man meine Abfahrt, ey. Und dann ist jetzt hier auch noch das Gefälle zu steil. Das wird auch nix. Oh, Jemine. Ja, und sonst noch irgendwas? Ich will doch einfach nur. Was möchte ich denn? Hier konnte ich gerade was bauen. Gefälle ist zu steil. Du willst mich doch die ganze Zeit nur einmal nur verkackeiern, oder? Ort ist bereits. Warte mal, könnte ich von hier unten bis nach da hinten? Oh, das ist bereits belegt. Ich habe da gerade was Grünes gesehen. Ich weiß, dass ich da was Grünes gesehen habe. Jetzt tu mich nicht verarschen hier. Wahrscheinlich nur bis hier grün, ne? Warte mal, wenn ich das bis hier grün mache. Das ist ja Untergrund. Du müsstest doch. Oh, das ist bereits belegt. So. Das ist hier. Gefälle ist zu steil. Ort ist bereits belegt. Gefälle zu steil. Wie ich das liebe. Ich liebe es. Es ist einfach. Baukosten. Da haben wir schon mal was mit Baukosten. So, also wenn da jetzt keiner hinfährt, dann weiß ich es auch nicht. Dann, wenn ihr jetzt immer noch rummeckert, dass ihr keine Arbeiter habt, dann, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Friedhof benötigt. Kranke Bürger? Wie viele Begrabene? Ja, warum? Krematorium? Na komm, wir machen einfach hier oben nochmal einen Friedhof hin. Brauchen wir ja sowieso. Direkt neben der Straßenbahnlinie. Klaro. Warum auch nicht? Dum, 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 dum. Grundschule. Na, dann machen wir hier nochmal eine hin. Wir sind mal einfach mal was lieb. Ja, komm. Sind wir einfach mal lieb zu den Bürgern. Sonst sind die wieder so, also alle so zickig, weißt. Ich hab keinen Bock drauf. Krieg da auch noch eine Grundschule. Grundschule! So. Ein Friedhof habt ihr auch. Weil halt hier oben diese. Ich krieg da auch noch ein Krematorium. Und weil ich so nett bin, kriegt ihr auch noch was anderes Tolles und wir haben wieder ein Problem mit dem Strom hier oben. Wie wäre es, wenn wir einfach mal hier so eine Dingens rüberziehen? Müsste ja jetzt eigentlich auch so klappen, ohne dass wir da oben wieder. Alter, wie dieser Fluss aussieht. Ja, und das Schiff einfach mal durch den Strommast durch. Warum auch nicht, ne?
Ja, dann gucken wir mal. Kreuzungen im Verkehr. Warum wieder? Was ist denn jetzt schon wieder los? Ihr könnt mich doch alle verarschen. Wirklich. Warum will hier keiner hin? Außer Betrieb, warum? Warum? Arbeitet hier keine Socke? Warum will hier keine Socke arbeiten? Naturstoffe, Bodenwert. Komm, wir bauen da Parks hin, dann will er wieder jeder arbeiten. Und zwar so Grillparks bauen wir hier hin. Warum auch nicht? Ort ist bereits belegt. Ja, ist mir doch egal. Noch ein Grillplatz. Also wenn es jetzt immer noch der Fall ist, dass hier keiner arbeiten will. Komm schon. Ich habe doch hier hinten genug Häuser, oder sind die alle schon belegt? 18 von, 11 von, 8, 6 von. Stell mal vor, jetzt baue ich hier. Was heißt, stell dir mal vor? Ich baue das jetzt auch. Ich baue jetzt hier noch mal ein paar tolle Sachen hin. Ja, das geht natürlich nicht, aber was ist hiermit? Kein Bau am Wasser möglich. Dann machen wir hier nochmal eins hin. Ach komm schon, komm. Ja, neben dem Friedhof auch. Freut sich jeder. Hier neben die Schule auch nochmal. Und hier haben wir auch noch was Platz. So, wenn der Bodenrichtwert jetzt nicht gestiegen ist, ne, und hier oben keiner. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ganz ehrlich, ich weiß wirklich nicht, was ich machen soll. Soll ich jetzt da auch überall Parks hinpflastern? Ich meine, ihr habt immerhin schon mal eine Straßenbahn. Apropos, da wollte ich ja sowieso gerade nachgucken. Wie schaut's aus mit der Straßenbahn? Wow. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wow, die läuft richtig gut. Und weißt du was? Wir machen das jetzt ganz einfach hier unten. Auch wenn es eigentlich nicht das ist, was ich machen wollte. Aber es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Nein, das war falsch. Das war falsch. Rückgängig. Rückgängig. Ach. Schöne Sache. Da kommt jetzt einfach eine ganz normale Straße hin. Bitte. So, und jetzt stoppen wir erstmal. Ja, schön, dass neues Land zum Verkauf ist, aber die Folge ist vorbei und wir haben immer noch nicht das Problem mit unseren Arbeitern hier gelöst. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß absolut nicht, warum. Weil eigentlich, also wenn ich jetzt gleich nochmal hier wirklich so eine Straßenbahnlinie nur hier oben so baue, dann müsste das doch reichen. Müsste doch, komm. Komm schon. Ich baue dann hier hinten noch. Ja, genau. Ja, das mache ich dann aber in der nächsten Folge. Dass wir endlich mal die Möchtegern High Society, damit. Ja. Ich glaube, wir haben einfach zu viele Hochgebildete und ich habe keinen Bock. Naja, egal. Werden wir schon sehen. Gut, bis zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal zur nächsten Folge von City Skyline Snowfall Baranien. Tschüss!